Okay, dann möchten wir nun unser PSM-Projekt Lauffeuer vorstellen, das wir zu viert letztes Jahr entwickelt haben. Unser Projekt lief ein bisschen anders ab als bei den anderen Teams, denn wir hatten keine konkrete Aufgabe bekommen, sondern unsere Aufgabe war es, beim Microsoft Imagine Cup teilzunehmen. Der Microsoft Imagine Cup ist ein Ideenwettbewerb, den Microsoft jährlich für Schüler und Studenten veranstaltet, und er steht unter dem Motto: Deine Vision, deine Idee, deine neue Welt. Es geht also darum, mit Ideen und mit Hilfe von Technologien die Welt von morgen zu verbessern. Also begann unser Semester erstmal damit, uns Gedanken über Probleme zu machen und dazu eine Lösung zu finden. Und schließlich haben wir auch ein Projekt gefunden, das uns am Herzen liegt. Hier sehen Sie Yuko Sugimoto. Yuko ist Japanerin und war 2011 Opfer des Tsunami. Auf dem Bild sieht man sie, wie sie zwischen Trümmern steht und verzweifelt ihren Sohn sucht. Sie weiß aktuell nicht, wo ihr Sohn ist, wie es ihm geht oder ob er überhaupt noch lebt. In dieser Situation gehen ihr vor allem jetzt zwei Dinge durch den Kopf. Erstens natürlich die dringende Frage: Wo ist mein Sohn? Und auf der anderen Seite hat Yuko natürlich auch selbst viele enge Freunde und Familie, die sich Sorgen um Yuko machen und denen sie vielleicht sagen möchte: Mir geht es gut, ich bin wohlauf. Nach dem Tsunami funktioniert aber weder das Internet noch das Handy oder das Telefonnetz. Und genau für dieses Problem haben wir die Windows Phone App Lauffeuer entwickelt. Denn das, was Yuko in diesem Moment am meisten braucht, ist Kommunikation. Sie möchte mit ihrem Sohn Kontakt aufnehmen und ihre Familie und Freunde erreichen. Aber wie bereits erwähnt, funktioniert weder das Handy noch das Festnetz oder das Internet. Unsere Lösung dazu lautet dezentrale Kommunikation mit Smartphones. Konkret bedeutet das, dass wir auf Übertragungstechniken zurückgreifen, die eben ohne Internet oder Handy und Telefon auskommen. In diesem Fall mit Ad-Hoc-Wi-Fi. Ad-Hoc-Wi-Fi ist eine Technik, die funktioniert so ähnlich wie Bluetooth. Das heißt, wenn zwei Geräte sich irgendwie in der Nähe befinden, können diese beiden Geräte sich finden und untereinander eine Verbindung herstellen. Wie funktioniert das jetzt genau? Mit Lauffeuer kann Yuko nun auf ihrem Gerät, auf ihrem Smartphone, eine Nachricht schreiben und auf dem Gerät speichern. Innerhalb des Krisengebiets bewegen sich natürlich immer Menschen und so werden zufällig immer wieder neue Geräte sich in Yukos Nähe befinden. Mit Lauffeuer und mit Ad-Hoc-Wi-Fi können diese sich nun verbinden und eine Verbindung herstellen, ohne Internet oder das Telefon- und Handynetz zu benutzen. So wird Yuko irgendwann zufällig auf das rote Gerät treffen. Die beiden finden sich nun und es werden alle Nachrichten, die sich auf den Geräten befinden, dupliziert und an das jeweils andere Gerät geschickt. Und so gelangt die Nachricht, die Yuko zuvor verfasst hat, auf das rote Gerät. Im nächsten Schritt, oder vielleicht auch viele Schritte weiter, trifft das blaue Gerät, das rote Gerät, nun das blaue Gerät. Sie tauschen wieder alle Nachrichten untereinander aus und so gelangt zum Schluss die blaue Nachricht auf das Zielgerät und dieses Gerät kann die Nachricht nur noch lesen. Auf diese Art und Weise ist Kommunikation auch möglich, trotz keines Handynetzes und keines Internets. Da sich die Nachrichten jedes Mal duplizieren, erreichen wir es so, dass sich die Nachrichten sehr schnell und sehr weit verbreiten. Zurück zu Yuko. Für Yuko bedeutet das, dass sie ihrem Sohn, der sich auch im Krisengebiet befindet, eine Nachricht zukommen lassen kann. Diese erhält sie irgendwann, kann diese lesen und dementsprechend danach handeln. Was aber, wenn Yuko nun ihrer Familie eine Nachricht schicken will? Das geht auf dieselbe Art und Weise, es sei denn, sie ist weit weg, zum Beispiel im Ausland. Ihre Nachricht würde das Krisengebiet nie verlassen und dementsprechend auch nie ankommen. Für diesen Fall haben wir eine Serverkomponente entwickelt. Da sich auf einem Gerät im Laufe der Zeit sehr viele Nachrichten ansammeln und dieses Gerät irgendwann mal vielleicht kurzzeitig Internet hat oder das Krisengebiet verlässt, kann dieses Gerät schlussendlich diese Nachrichten an unseren Server senden. Dieser kümmert sich danach um die weitere Verbreitung, zum Beispiel über E-Mail oder Facebook. Auf diese Art und Weise ist es möglich, trotz dass sich alle anderen Personen außerhalb des Krisengebiets befinden, auch sie eine Nachricht erhalten können. Hier sehen wir noch eine kurze Demo unserer Anwendung. Im ersten Schritt sehen wir, auf beiden der Geräte ist keine Nachricht vorhanden. Danach schreiben wir auf einem Gerät eine Nachricht, in dem Fall eine öffentliche Nachricht. Öffentliche Nachrichten können von jeder Person, die unterwegs getroffen wird, gelesen werden. So können zum Beispiel Hilfsnachrichten von dem Roten Kreuz erfasst werden, die alle Personen erreichen. Im nächsten Schritt speichern wir die Nachricht ab und drücken in diesem Fall noch auf manuell synchronisieren.
damit auch so schneller wird. Sobald dies geschehen ist, sind nun die Nachrichten auf beiden Geräten vorhanden und das andere Gerät kann die Nachricht lesen. Dies geschah auch ohne WLAN und ohne Internet. Ja. Zum Schluss bleibt noch zu sagen, Juro hat ihren Sohn nach einer langen Zeit wiedergefunden und sie sind wieder glücklich vereint. Wir aber hoffen nun, diese Zeit drastisch verkürzen zu können, damit sie sich schnell wiederfinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus